Hallo, ich grüße euch und Sie ganz herzlich heute aus Fröndenberg. Ich stehe jetzt hier vor dem neu gebauten Kindergarten St. Marien. Der alte Kindergarten hatte mit seinen Räumlichkeiten schon vor langer Zeit seine Kapazitäten erreicht und jetzt warten Kinder und Erzieher darauf, dass sie bald in diesem Kindergarten ihr neues Zuhause finden und hier einziehen können. Das Besondere an diesem Standort ist, dass der Kindergarten direkt auf dem Gelände des Schmalenbachhauses errichtet wurde. Also das Altenheim auf der einen Seite, der Kindergarten direkt daneben. Junge und Alte werden sich zukünftig buchstäblich im Blick haben. Sie werden miteinander vertraut sein und sich im Alltag auch erleben. Dass Jung und Alt sich gegenseitig ergänzen und brauchen, das sehen wir vor allem in unseren Familien. Und das wird jetzt in dieser Ausnahmesituation besonders deutlich, wo es das Kontaktverbot gibt. Kinder dürfen ihre Großeltern nicht besuchen. Sie vermissen ihre Omas und Opas und die Großeltern vermissen ihre Enkel. Aber nicht nur in der Familie sind Generationen aufeinander angewiesen, sondern auch in vielen anderen Themen, auch in den großen existenziellen Fragen. Ich denke vor allem an die Fridays for Future Bewegung. Da sind viele, viele Jugendliche freitags auf der Straße demonstrieren gegangen und haben die ältere Generation regelrecht angefleht, ein bisschen mehr auf den Planeten zu achten, den Klimaschutz nicht aus dem Blick zu verlieren und so zu leben, dass auch sie, die Jugendlichen und ihre Kinder und Kindeskinder in Zukunft ein gutes Zuhause auf der Erde haben können. Jetzt in der Corona-Krise hat sich die Situation vollkommen gedreht. Jetzt sind es plötzlich die alten Leute, die auf die Solidarität der Jungen angewiesen sind. Alleine schaffen sie es nicht. Das Coronavirus ist hier ins Schmalenbachhaus auch schon eingezogen und viele Bewohner bangen im Moment um ihr Leben. Was können wir da tun? Wir wissen aus den Medien, dass es wichtig ist, dass wir zu Hause bleiben, dass wir die Kontaktsperre einhalten, damit genug Intensivbetten da sind, auch für die alten Menschen. Was wir aber jetzt hier konkret auch tun können, ist beten. Beten wir für die alten Menschen, für die Bewohner hier im Schmalenbachhaus und in unseren anderen Altenheimen. Beten wir für die Menschen, die jetzt traurig und einsam alleine zu Hause sitzen, die niemanden haben. Beten wir auch für die Kinder, die im Moment ihren Alltag nicht so leben können wie sonst und die zum Teil zu jung sind, um überhaupt zu verstehen, warum das Ganze so ist. Das andere, was wir machen können, ist ganz einfach telefonieren. Die pastoralen Mitarbeiter haben gerade begonnen, Menschen anzurufen, von denen sie denken, dass sie gerade in dieser Zeit ein gutes Gespräch gebrauchen können. Alleine schaffen wir das natürlich nicht, viele Menschen zu erreichen. Wir erreichen nur einen Bruchteil. Deswegen wäre schön, wenn ihr mithelft, wenn Sie mithelfen und auch einfach mal überlegen, wer kann sich im Moment über einen Anruf freuen. Bestimmt kommen Ihnen da sofort ein paar Gesichter in den Blick. Und wenn wir alle gemeinsam mithelfen, Leute anzurufen, dann ist keiner alleine. Und wir hoffen, dass die Solidarität zwischen den Generationen uns mit ganz viel Menschlichkeit durch diese Krise hindurchbringt und dass die Solidarität auch hinterher noch anhält, dass bald der Kindergarten hier seine Pforten öffnen kann und dass dann Kinderlachen aus diesem Gebäude dringt, das die Alten nebenan hören können. Ich wünsche Ihnen und allen, mit denen Sie sich verbunden fühlen, alles Gute und Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.